Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Hearthstone Guide. Heute zeige ich euch die Basic Paladin Guide. Also ich zeige euch, wie ihr mit den Basiskarten eines Paladins ein sehr gutes Deck erstellen könnt. Und anschließend zeige ich euch noch, wie ihr damit spielt. Und so, dafür erstellen wir jetzt hier ein neues Deck für den Paladin. Wir nennen es natürlich Base Deck. Und ja, ich werde jetzt bei den Paladin-spezifischen Fähigkeiten erklären, warum ich sie nehme und warum ich sie nicht nehme. Und bei den anderen, bei den neutralen Karten, werde ich sie einfach nehmen. So, als erstes hätten wir hier die Gerechtigkeit des Lichts. Das ist eine Waffe für 1 Mana, 1-4. Mit 1 Mana killt man nicht viel, man ist nicht immun, man kriegt Schaden. Ist nicht die beste Waffe, deswegen nehme ich sie nicht mit. So, dann hätten wir hier einmal Demut. Für 1 Mana setzt den Angriff eines Gegners auf 1. Es ist sehr stark, ich mag die Karte sehr gerne. Einfach, weil man auch im Early Game sowie im Endgame Bedrohungen damit sehr leicht neutralisieren kann. So, Hand des Schutzes verleiht einem Diener Gottesschild. Ist ganz okay, aber meiner Meinung nach gibt es bessere Karten. Ich spiele damit nicht so gerne. Segen der Macht, sehr aggressive, aggressive Karte für 1 Mana, plus 3 Angriff. Ist meiner Meinung nach auch so, es gibt einfach bessere Paladin-Karten und bessere neutrale Karten. Und man braucht auch echt einige Diener, um mit Paladin gut zu spielen, meiner Meinung nach. Und ja, deswegen nehme ich die Karte auch nicht mit. Das ist halt eher eine sehr aggressive Karte, deswegen spiele ich damit auch nicht. Holy Light stellt 6 Leben wieder her für 2 Mana. Kann man sich überlegen mit reinzunehmen, aber da ich sehr defensiv spiele, brauche ich das nicht. Und außerdem habe ich andere Healing Cards, die mir auch noch einen Diener gleichzeitig bescheren, die ich euch gleich zeigen werde. Das ist ganz einfach nur ein Golden. Dann True Silver Champion, eine Waffe für 4 Mana, 4 Schaden und 2 Mal benutzen, das sind insgesamt 8 Schaden. Bevor man angreift, healt man sich 2. Das ist eine sehr gute Waffe und deswegen muss ich auf jeden Fall auch ins Deck. Dann Hammer des Zorns, verursacht 3 Schaden, ziehe eine Karte für 4 Mana, 3 Schaden und eine Karte. Ist ziemlich gut auch, spiele ich auch gerne mit, einfach auch wegen dem Draw Cards auch sehr stark. Und wegen den 3 Schaden natürlich. Damit kann man schon viel viel zerstören. Dann Segen der Könige, verleiht einem Diener +4/+4, also +4 Angriff und +4 Leben. Ist sehr stark, im Endgame kann man damit super Minions buffen oder auch im Early Game kann man wirklich sehr starke Minions draus machen. Da kann man echt nichts sagen. Weihe fügt allen Feinden 2 Schaden zu, super Board Clearing Karte für 4 Mana, ist sehr gerechtfertigt, allen Feinden 2 Schaden, der Priest hat ja die Holy Nova, allen Feinden 2 Schaden und healen für 5 Mana, aber der hat jetzt halt den Heal nicht, aber für 4 Mana ist das sehr okay. Dann Wächter des Königs, Kampfschrei, stellt eurem Helden 6 Leben wieder her, auch eine sehr gute Karte für 7 Mana, 5-6 und die 6 Leben, die ihr dann auch noch zurückbekommt. Das sind die 2 Healing Karten, die ich vorhin meinte. Nein, natürlich noch nicht fertigstellen. The fuck? What? Nein. So. Jetzt machen wir bei den neutralen Karten weiter. Ich weiß auch nicht, warum ich das eben gemacht habe. Dann nehmen wir einmal natürlich die Us. 2 Mana, 3-2 und der Kampfschrei ist stark. Blutelfenklerikerin, 3 Mana, 3-2. Der Kampfschrei ist ziemlich stark. Verleiht einem befreundeten Diener +1/+1. Muss man nicht drüber reden. Extrem starke Karte. Dann, von der Seite nehmen wir die Jägerin der Klingenhauer mit. Der Kampfschrei mit dem Eber ist ganz gut, um mit Gegnern zu traden, ist eigentlich schon relativ okay. Es ist 3-3 und der Eber ist ja auch 1-1, das heißt, ihr habt insgesamt für 3 Mana sozusagen 3-4 in der Wertigkeit, was sehr stark ist. So, Yeti natürlich für 4 Mana, 4-5 stark. Ich nehme auch die Gnomische Erfinderin mit, wegen dem Draw Card, finde ich auch sehr stark. Hat 2-4, Draw Card ist auch sehr okay. Dann Shitmaster von Sengen, 3-5 für 4 Mana. Starker Taunt. Dann den Ogre der Felsfäuste, 4-7, auch eine starke Karte. Und den Champion von Sturmwind. Jetzt habe ich irgendwas vergessen. Moment. Genau, ich nehme auch noch den Gurubashi Berserker 2-mal mit. Und damit wäre unser Deck schon vollständig. Und ja, jetzt zeige ich euch noch, wie ihr damit spielt. So, wir haben jetzt einen ehrwürdigen Gegner gefunden. Okay. Ich werde ehrenhaft. Ja. Ich bin als zweites dran und ich nehme nicht mit die beiden, weil ich denke, dass es bessere Anfangskarten gibt. Sehr gut, wir haben eine Us, das ist sehr gut, gerade gegen einen Rouge. Gegen einen Schurken ist das sehr gut und ja. Wir werden seinen Coin jetzt nicht einsetzen, um die Us zu spielen, weil sie vermutlich jetzt eine Waffe benutzen wird. Nehme ich mal an. Die kann ich... Okay. Oh, das ist jetzt stark.
Ich werde jetzt die Us trotzdem nicht spielen, weil er hier hat 2 Schaden und ein Leben und er könnte die Us einfach wegtraden. Das wäre für sie ein sehr guter Trade. Deswegen spiele ich einfach einen kleinen Minion, mit dem ich auch traden kann, weil er ja nur ein Leben hat. So, ich bin sehr gespannt auf das Spiel, weil es gegen einen Schurken nicht so einfach ist. Ja, ich denke, er wird die Waffe spielen. Wäre ziemlich gut für mich. Wenn er mich angreift, wäre es ziemlich gut für mich. Ich hoffe nicht, dass er meinen Minion angreift. Oh, ja, er wird mich angreifen. Das ist sehr gut. Wow, jetzt lohnt sich natürlich für mich noch viel mehr, die Us zu spielen. Das ist sehr gut für mich. Genauso wollte ich das. Perfekt. Die 5 Schaden, die ich jetzt bekommen habe, jucken mich ehrlich gesagt gar nicht. Ich spiele jetzt die Us, zerstöre ihre Waffe. Ist auf jeden Fall sehr stark, weil sie hatte 3-1 die Waffe. Und ja, jetzt trade ich noch den kleinen Loot Hoarder weg. Es gibt hier zwar eine Karte, aber ich hatte jetzt nichts mit Silence oder so, von daher hatte ich jetzt auch nicht wirklich eine bessere Wahl. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich jetzt den Coin spiele, weil... Ja, ich werde jetzt den Coin spielen, weil nächste Runde habe ich eh mein Yeti und ab der Runde habe ich dann durchwegs Karten, die ich spielen kann. Deswegen coin ich jetzt und hole mir da noch eine Verstärkung herbei, weil es einfach stark ist. Der Einschaden sieht zwar schwach aus, aber die Heldenfähigkeit des Paladins ist auf jeden Fall richtig stark. So, jetzt bin ich mal gespannt, was er jetzt macht. Er hat jetzt 4 Mana zur Verfügung, das heißt, er kann Yeti, Taunt, Schildmaster und so weiter spielen. Okay. Das ist okay. Okay, Harvest Golem. Interessant. Ich spiele jetzt meinen Yeti. Jetzt mit dem Golem zu traden, wird sich für mich überhaupt nicht rentieren, weil er sterben würde und er nur einen Schaden bekommen würde. Ich werde mit dem Yeti so oder so nächste Runde, denke ich mal, mit ihm traden. Von daher greife ich jetzt den gegnerischen Schurken an. Auch bei diesem Deck ist es so, dass es sich halt um einiges mehr um die Board-Control dreht, als um irgendwas anderes. Also es geht um Board-Control und nicht darum, dem Gegner einfach viel Schaden zu machen. Das ist das, worum sich bei seinem Deck vermutlich drehen wird. Ich denke, er wird auch jetzt wieder meinen Helden angreifen. Ist aber okay. Attentat. Die Karten hat er nur 2-mal, sie ist unglaublich effektiv und sie jetzt schon einzusetzen. Ob das gut ist, kann man sich drüber streiten. Meiner Meinung nach nicht unbedingt. Jetzt ist der Hammer des Zorns eine extrem gute Karte, da ich ihm 3 Schaden mache. Danach holt er seinen 2-1er und den kann ich dann einfach wegtraden. Von daher ist es eine gute Board-Clearing-Karte jetzt in dem Fall. Zeigt sehr schön, was sie kann. Ich habe noch eine Karte bekommen, auch stark. Und ja, den kleinen werde ich jetzt einfach wegtraden. So. Gut, nächste Runde habe ich 6 Mana, dann kann ich meinen Ogre der Felsfäuste spielen. Ist halt eine extrem gute Karte für auf dem Board, weil er halt 6-7, den bekommst du nicht so leicht weg. Und ja, das ist okay. Ich kann meinen Ogre auch noch buffen, wenn ich will, was auch sehr stark ist. Und ja, hier habe ich auch jetzt meinen Wächter der Könige, der meinem Helden 6 Leben wiederherstellen kann. Also wie ihr seht, wenn ich den jetzt nächste Runde spielen würde, wäre ich wieder bei 29 Leben auf dem Level, was sie gerade auch hat. Von daher ist es auch überhaupt kein Problem, okay? Sie will sprinten. Sie hat halt jetzt eine Card Advantage, wobei sie hat 8 Karten, ich habe 7 Karten. Es ist jetzt nicht die riesen. Nein, es ist noch nicht mal wirklich eine Card Advantage. Ich habe jetzt genauso viele Karten wie sie. Und was ich jetzt tun werde, ist. Was mache ich jetzt? Ich denke, ich werde einfach meinen Ogre buffen mit dem Segen der Könige und der. Wobei. Naja, sie hat auch Attentat, von daher sollte ich lieber nicht zu früh anfangen, Leute zu buffen. Deswegen spiele ich lieber viele kleine Karten, das ist sehr stark, um mit ihm gleich zu traden, denke ich. Also ich spiele sie hier. Und ich spiele für 4 Mana noch den, krieg noch eine Karte, was auch ziemlich stark ist. Und ja, sie hat zwar gute Karten, die einen Gegner fokussen, aber nicht Karten, die viele Gegner auf einmal fokussen. Sie könnte jetzt natürlich rein theoretisch mein ganzes Deck wieder auf meine Hand bringen mit einer 6-Mana-Karte. Ich weiß gerade nicht genau, wie sie heißt. Allerdings ist sie dann auch nicht mehr in der Lage, noch wirklich was zu spielen. Okay? Er stirbt. Er stirbt nicht ganz. Ich denke, er wird ihn wegtraden noch irgendwie, weil sie kann sich's, also sie kann sich's in der Situation nicht leisten, den Ogre hier irgendwie auf dem Feld zu lassen. Ja, ist aber klar. Ist aber auch, wie gesagt, jetzt ist auch okay. Habe ich kein Problem mit. Ich muss mir jetzt nur was überlegen, wie ich das Board gleich cleare. Weil beide nur... Ah, das ist gut.
Ah, ja. Das ist stark. Also, oh, sie hat, ja, das ist gut. Okay, das ist gut. War ein sehr guter Trade für mich. Ich habe jetzt meinen Champion auf dem Feld. Und dann noch zwei Dreier-Minions. Ist auch stark. Ich habe noch 19 Leben. Mal schauen, was sie jetzt macht. So. Okay. Oh, das ist stark. Ah, das ist gut. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich das jetzt gleich machen werde. Okay. Mhm. Oh. Das hat er schön gemacht. Aber man muss natürlich auch sagen, dass er hier jetzt wirklich ein ziemlich starkes Deck hat. Und ich habe ja noch nicht mal. Ich habe ja nur Basiskarten, von daher ist es auch echt okay. Und jetzt spiele ich. Okay, er hat hier 6 Leben. Ich habe 9 Mana. Und ich muss das Board irgendwie clearen. Lasst mich nachdenken. Jetzt muss ich hier mal wirklich kurz nachdenken, was für Optionen ich hier jetzt habe. Ich kann den Thorn spielen. Und ihn buffen, was ihn zu einem 7-10er macht, durch den er auf jeden Fall nicht so leicht durchkommt. Ja, das mache ich. Und trade seinen Taunt weg. Ich muss auf jeden Fall diesen Knife-Juggler loswerden, aber da habe ich ja im Moment keine, keine Karte, um ihn loszuwerden. Das ist natürlich hässlich, aber da, den kann ich jetzt in dem Zug leider wirklich noch nicht loswerden. Ja. What the fuck? Alter. Hallo. Okay, das ist gut, dass das Knife mich getroffen hat. Das ist sehr gut. Oh, eine Legendary. Auch stark. Alter, oh, ich glaube, meine Festplatte ist fast voll, weil ich heute schon so viel aufgenommen habe. Naja, ich denke, für das Video sollte es noch reichen. Los, mach was. Ja, es ist für mich eigentlich relativ gut, wenn er mit meinem Taunt tradet. Puh. Ist jetzt die Frage, was ich mache, weil ich habe leider wirklich keine Draw-Card-Karten mehr und auch keine Karten, die mir wirklich viel bringen. Ich denke, ich spiele einen Ogre, weil es eine extrem starke Karte ist und buffe weiterhin meinen. Meinen Shieldmaster hoch. Zerstöre damit seinen Taunt. Den Knife Juggler kann ich nächste Runde. Was sein? Okay, das ist okay. Wie viel hat der? 4-5, das ist stark. Gut, weil er jetzt nur einen 4-5er herbeiruft, kann er meinen Taunt noch nicht damit one-hitten. Moment, was habe ich getan? Ich habe den Knife Juggler. Oh. Ups. Egal. Ist okay. Ist okay. Hm. Alter, ich habe einfach überhaupt kein Glück. Ich habe noch keine einzige Legendary gezogen. Oh, Mann, warum haben die ganzen Leute Legendaries? Ich habe keine. Oh, es wird vielleicht ein zweites Attentat sein. Es wäre mir sehr recht, wenn es auf ihn ausspielt. Wäre echt okay. Oh, eine Kopfnuss ist traurig. Das ist gut. Das hat er gut gespielt. Weil er halt jetzt so gebufft war und jetzt hat er die ganzen Buffs halt nicht mehr. Okay, 7 Schaden und Verstohlenheit. Das ist extrem hässlich. Damit kann er mir in der nächsten Runde 7 Schaden machen, was mir definitiv um einiges zu hoch ist. Oh, yes. Ah, das kann ich nicht auf ihn setzen, aber auf ihn. Okay, wie mache ich das jetzt? Wie spiele ich das jetzt am besten? Ich brauche den Taunt. Ich buffe den Taunt. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Auf 4-6. Und jetzt mache ich ihn. Mache ich seinen Schaden auf 1 runter. Spiel noch einen Minion. Melde mich zum Dienst. Ich zu spät an. Nein, er kann sich schon selber. Wenn ich jetzt ihn wegtraden würde, wird er einen weiteren 4-5er bekommen, mit dem er nächste Runde damit traden könnte. Und das will ich nicht, deswegen gehe ich jetzt auf ihn. Also ich habe hier eine relativ gute Board-Advantage, natürlich er hat Verstohlenheit und 7 Schaden. Allerdings habe ich, um ihn wegzutraden, ich meine, wenn er jetzt den Taunt wegtradet, dann hat er noch ein Leben übrig. Dafür habe ich hier meinen kleinen Rekruten.
Ein Attentat ist auch okay. Ich habe noch einen Taunt auf der Hand. Jetzt wird er wahrscheinlich... Oh, jetzt wird es spannend. Okay. Er tradet meinen großen weg. Eine Klinge der Assassinen. Das heißt, er kann auch ein paar kleine weg traden. Er geht jetzt hier auch sehr auf Board Clear, weil er gemerkt hat, dass es gerade nicht so gut um ihn aussah. Und ja, die Waffe ist natürlich stark. Eine Us wäre halt jetzt wunderbar. Habe ich leider nicht. Ja, man kann ja nicht alles haben. Und ja, jetzt habe ich endlich Weihe. Allerdings fragwürdig, auf ihn die Weihe zu spielen. Ich werde stattdessen einen 3-5er Torn spielen. Die Waffe hat nur 3 Schaden. Ich kann ihn damit relativ gut beschützen. Und jetzt werde ich einfach noch ein paar Minions droppen, denke ich. Ich habe noch 6 Mana. Ja, ich spiele den und den. Und ja, jetzt gehe ich wieder auf ihn, weil, wie gesagt, wenn ich ihn jetzt töte, hat er einen 4-5er. Das heißt, sein Ziel sollte eigentlich sein, ihn zu töten, damit er wieder einen stärkeren Minion bekommt. Und deswegen werde ich ihn nicht so schnell töten, weil er halt nur einen Schaden hat und mir deswegen eh nicht genug Schaden machen kann. So, ich habe immer noch meinen Wächter der Könige auf der Hand, der mir, wenn ich ihn ausspiele, 6 Leben wiederherstellt. Das heißt, ich wäre wieder bei 20 Leben, was natürlich echt stark ist. Er geht auf mich. Was wieder sehr witzig ist. Okay. 3, 1. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin dran, okay. Oh, True Silver Champion. Das ist jetzt sehr stark. Okay. Also, wie spiele ich das jetzt? Ich greife mit ihm ihn an. Er kriegt eine Karte. Nee, so ein Scheiß. Ich gehe straight aggressiv. Ist in der Situation besser. Weil ich meinen Champion... Oh, ich kann ihn sogar töten. Wow, nicht schlecht. Ich habe gerade eben nicht nachgerechnet, von daher gut gespielt. Und ja, das ist der Win. Ihr habt gesehen, gegen einen Rouge war es schon ein etwas schwereres Spiel, der sehr aggressiv gespielt hat und ich das halt verteidigen musste. Ich musste lange das Board clearen, hatte lange ein paar Probleme, aber es hat letztlich doch eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und ja, ich habe ihm ziemlich hart gegeben am Ende. Also... Er hatte halt ein Problem, dass ich so viele Taunts hatte und auch die Minions so buffen konnte. Das heißt, er konnte da nicht so viel machen. Und ja, ich denke, dieses Spiel hat auch sehr gut repräsentiert, was dieses Deck zu bieten hat. Ihr könnt damit lange den Gegner in Schach halten. Ihr könnt sehr gut das Board clearen eigentlich. Und ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen bzw. weitergeholfen hat. Und ja, falls es so ist, dann lasst doch ein Däumchen nach oben oder ein nettes Kommentar oder ein Abo da. Je nachdem, wie es euch gerade gefällt. Und ja, dann haut ihr rein, Leute, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!